Das ist Schütze TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it! 2 Stunden nach dem Schlusspfiff. Die Helden vom Muttergrund kommen zurück. Vor dem Feiern hat es aber wehtun. Der Gegner war, Zitat Landbot, ziemlich ruppig unterwegs gewesen. Es ist immer klar, dass der Rundenklassik durch die Härte ins Spiel kommt, weil spielerisch ist da gar keine Frage, dass wir die bessere Mannschaft sind. Ich glaube, das haben wir phasenweise auch gezeigt. Schlussendlich sind wir einfach froh über das Resultat und dass wir nicht allzu fest haben müssen leiden. Aber auch er, der Roman Buess, ist nicht ohne Schmerzen davon gekommen. Doch fangen wir vorne an. Winterthur gegen Bavois, das ist der Cup-Viertelfinal von dieser Corona-Saison. 30 ziemlich angeheiterte Wattländer haben am Anfang des Spiels für die Stimmung gesorgt. Doch nach 20 Minuten konnten die anderen jubeln. Ein Traumgoal von Roman Buess. Der hat wirklich gepasst. So eine schöne Pfanne, das freut dich doch auch selber. Ich auf jeden Fall. Ich glaube, das ist etwas, das niemand wieder übt. Und bin umso glücklicher, ist es gerade in diesem Spiel gelungen. Vinti war klar überlegen, doch das zweite Goal hat auf sich warten lassen. Vor allem der Granit Lekai wird seine paar wenigen Haare noch mal raufen, wenn er diese Einstellung sieht. Das 2-0 ist aber dann doch noch gekommen. Kurz vor der Pause, Freistoß Galla. Und der Pepsi streichelt den Ball mit seinem Hinterkopf ins Goal. Der Treffer hat auch den Goalie von Bavois ziemlich geärgert. Wahrscheinlich hat er gewusst, das ist die Vorentscheidung. Pausenanalyse aus kompetentem Mund. Für alle Mannschaften ist es im Moment relativ schwierig, sich in dieser neuen Fußballwelt zurechtzufinden. Die Winterthur, du siehst schon, die sind nicht mehr ganz so spritzig wie auch schon. Wenn du in 45 Tagen so viele Spiele musst absolvieren, dann tut dir das sicher weh. Aber du merkst auch, dass sie ein Ziel haben. Das ist wirklich spannend. Die Mannschaft ist hochkonzentriert am Werk. Da ist auch einer an der Seitenlinie aussen, der das so vermittelt. Man nimmt das nicht auf die leichte Schulter. Also, ja, es ist nicht ganz einfach, aber ich denke, die Winterthur machen das ziemlich clever. Der Sascha Rufer, der kommentiert hat, hat gesagt, man merkt, ihr seid nicht mehr so spritzig, aber ihr seid total konzentriert. Und das hat mit dem Mann der Linie raus zu tun, weil der ist auch sehr konzentriert. Absolut. Ich glaube, das ganze Trainerteam hat uns top eingestellt auf das Spiel. Wir haben gewusst, dass es nicht einfach wird, vor allem wenn es lang 0-0 steht. Das gibt dem Gegner auch immer ein bisschen Hoffnung. Wir sind froh, haben wir relativ früh in Führung gehen. Das hat uns ganz ein bisschen einfacher gemacht. Mit ein bisschen spritzigerer Bein, glaube ich, wäre das ein oder andere Goal noch mehr möglich gewesen. So auch zum Beispiel gegen das Ende vom Spiel mit dem Flachschuss von Roman Buess. Es hat nicht mehr viel zu sehen gegeben. Das Spiel ist so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Und der ein oder andere hat sich ein bisschen umgeschaut in dem schmucken kleinen Stadion von Albisrieden. Ich bin so ein kleiner Fußballromantiker, gebe das ehrlich zu. Und darum fühlt sich das hervorragend an. Ich meine, dort, wo ich herkomme, so Grenche, Längnau, dort sind die Tribünen etwa ähnlich gewesen. Und da ist man näher dran gewesen. Es schmeckt zwar im Moment nicht nach Brotwürst, aber es wird sicher auch unter normalen Umständen. Darum, nein, ich finde das total gut, ja. Weißt du, was da vor 100 Jahren war? Ich kann das sogar genau sagen, es war eines der sporthistorischsten Momente im Schweizer Fußball. Manchmal hat man Deutschland nicht geschlagen, aber dann schon an dem Tag vor 8000 Leuten hier auf dem Autogrund Deutschland 4-1 zu schlagen, das ist schon etwas Spezielles. Darum muss ich dir ganz ehrlich sagen,
Als ich gesehen habe, ich kann in den Utah-Grund gehen, ist das für mich etwas ganz Wichtiges noch gewesen, weil der Utah-Grund halt als Fußballer in der Schweiz dir ein Begriff ist. Und wenn man nachher hier sitzen und schwelgen kann, wenn man so ein bisschen zweiter schaut, dass hier 8'000 Leute mitgefiebert haben, wo die Schweizer die Deutschen aus dem Land gekegelt haben, das ist schon speziell. Zugegeben, die Deutschen waren es nicht, aber die Mattländer sind auch rausgekegelt worden. Das 3-0 von Galla vor den Augen des Präsidenten. Wir müssen das Ganze auch richtig einordnen. Das heute war jetzt nicht der allergrößte Maßstab. Das müssen wir uns auch bewusst sein. Aber schlussendlich in so K.O.-Spiel zählt nur, dass man weiterkommt. Und wir sind mehr oder weniger souverän gewesen. Souverän auch der Pass vom Bus auf den Mohamed. Und der trippelt sich zum 4-0. Ich glaube, man hat gemerkt von aussen, dass die Kräfte langsam am Ende zugegangen sind. Aber am Schluss zählt nur das Weiterkommen. Wir fahren auf Basel. Das ist einfach geil. Du hast gesagt, geil auf Basel. Das ist ja für dich ganz etwas Spezielles. Kannst du noch schlafen bis dahin? Ja, sicher. Ich glaube, kurz vorher werden wir alle ein bisschen nervös sein. Aber dann im Spiel werden wir das abstreifen. Ich glaube, wir haben eine starke Mannschaft zusammen. Unglaublicher Teamspirit. Das haben wir auch heute wieder auf dem Platz gesehen. Und darum freue ich mich einfach unglaublich fest auf das Highlight, das kommen wird. Vom Untergrund ist Jockeli auf Basel. Die Göpp-Geschichte vom FCW geht weiter. Schlussvier auf der Schützenwiese mit dem Abstand absolut Corona-tauglich. Aber unverkennbar. Nach dem Programm sind die Bayern etwas müder als sonst.